Welcome to Big Bang. Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy X. Mit mir hier haben wir gerade das Vieh der Sicht. Dann gehen wir mal weiter. Genau, und dann noch mal mehr speichern. Million von Treppen hier. So, they got fiends in Xenarkand too. Just a few. It's a big deal when one shows up though. Hey! Since one of you believe me about Xanarkand anyway? I've been thinking. Maybe people Sin gets to don't die. Maybe Sin carries them through time, like 1,000 years through time. And then one day, maybe they just pop back, see? Amazing. Simply amazing. Hmm? You make up one theory after another, refusing to face the simple truth. Sin didn't take Chapu anywhere. Sin crushed him and left him on the Jose shore. Your brother won't just pop back. Oh, and one more thing. No matter how much you want it, no one can take Chapu's place. No one can replace Sir Jekt, for that matter. And there's no replacement for Lord Braska, either. It's pointless to think about it. And sad. I could never be what Chapu was. Well, stuff happens. Best not to worry. Waka, Lulu, and Waka's brother, Chapu. Something had happened between them a long time ago. I was sure of it. Well, whatever it was none of my business, that's for sure. Best not to go there. Die Musik allein schon mega schön. So. Mal hallo hier, was geht? Hier mal letztes Mal zu beten, sagt er. Naja. Was jetzt? You here to pray for victory too? Us pray? Who needs to pray? The Luka goers always win. Oh yeah? Then why are you here? We've been praying for some competition this year. So what's your goal this time? You gonna do your best again? Ha! It's too bad your best isn't good enough. Why even bother showing up? This time, we play to win. Ooh, play away. Just remember, even kids can play, boys. See you in the finals! We'll beat them. We have to. You know that team? Putting people down. They're as bad as my old man. But Sir Jekt was a kind and gentle man. Well, not my Jekt. Even 10 years after he left, just thinking about my old man got me angry. But maybe that was just my way of keeping him... Nah. So, krieg ich jetzt was hier oder nicht? Okay, dann gehen wir mal weiter. Warte mal, warte mal. Einkaufen wäre ein bisschen schön. Sieht doch gut aus hier, oder? Leider.
leider nichts zu holen hier. Hey Kinder, kann man direkt rausgehen, hier liegt auch nichts herum. Prüfung steht an. Und ich sehe große Schwamm. Please. I think Waka needs to... Lord O'Holland. A summoner, are you? Yes. My name is Yuna, from the Isle of Bisaid. Donna? So, you're High Summoner Braska's daughter. That's quite a name to live up to. My, my, my. And all these people are your guardians? My, what a rabble. As I recall, Lord Braska had only two guardians. Quality over quantity, my dear. Whatever were you thinking? I have need of only one guardian. Right, Bartello? I only have as many guardians as there are people I can trust. I trust them all with my life. To have so many guardians is a joy. And an honor. Even more so than being my father's daughter. Of course, I would never think of questioning your ways either. So, Lady Donna, I ask of you, please leave us in peace. You do what you want, Bartello, we're leaving. McCool. A guardian is someone a summoner can rely on. Someone she can trust with her life. I wondered, did Yuna feel that way about me? What's she smiling about? Lord O'Holland. So, bist du fertig, Digga? Kann man speichern? Die Post. The faith is below. Let's do it. The faith? But first, the Cloister of Trials. Kamari, Waka, ready? Strength, everyone. No, da! Hey, what Was gives? You're not a guardian yet. We'll be back as soon as we can, okay? Oh, sure, soon. Like tomorrow soon, I bet. Na toll, wir müssen ein bisschen nicht warten. Der Aufzug. Endlich. Where's Yuna? Then why are you? Hey, I'm not a guardian, so I'm not. Not a. Hey, wait! Ah, let me go! Gow! Hey! What's a big idea? Just a little game. Huh?
This is bad. Really bad. Come on, go up! Only guardians allowed. And I'm sure no guardian. Just off. Well, I guess it's too late now. So, wieder so ein Rätselspielchen hier. Hallo? Können wir das nicht durch? Kann man das auch verschieben hier oder so? So, nimm mal mit. Würde Licht. Es tut sich nichts, dann nehmen wir den hier raus. Und mal hier hin. Ah, Volltreffer. Dann machen wir den wieder weg und tun ihn auf der Seite. Sehr schön. Wie? Das hat sich nichts getan. Dann nehmen wir den wieder raus. Wollte eigentlich sein müsste, denke ich, und tun ihn mal hier rein. Hä? Bin ich. Ganz komisch. Ach so, an der Wand leuchtet schon ein Symbol. Kann das auch schieben? Wohin denn? Okay, das ist jetzt hier die Frage. Ich hoffe, wir machen das alles hier ja richtig, ne? Sehr, sehr komisch. Hier nichts passiert. Vielleicht müssen wir den hier rein tun oder so. Nö. Gibt es aber nichts mehr, ne? Genau. Okay, Freunde, dann müssen wir wieder hier rein. Also jetzt bin ich ein bisschen überfragt. Zur Seite mit dir. Warum muss ich das Ding irgendwo hinschieben?
Was? Auf der Wand ist ein Symbol. Das Symbol in Signa blockiert den Weg. Insignia eingesetzt. Dann kann ich aber auch nicht da rein tun. Wird heftiger. Und jetzt? Fuck, Alter. Das sieht hier gar nichts. Da war noch ein Symbol. Ach, geht doch. Ach, einfach mal die Kackwand noch mal drücken, ey. Meine, das muss mal gesagt werden. So, es brennt hier nicht gut. Jetzt brennt es nicht mehr, oder? Was ist das? Aha. Schieb das Teil. Ich wollte es einen schieben. So, nochmal das ganze Spielchen. Komm, wir tun die mal hier drauf. Schieben es mal. Hallo, schieben, Digga. Verarschen oder was? So. Nein, 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 huh! Fast wäre ich da reingerannt und wieder von neu. Genau. So, jetzt nehmen wir den hier raus. Und hier war ja nichts. Hier kann man runter. Auch nicht so richtig, oder? Kann man hier runter? Das? Oder musst du wieder rein? Dann musst du wieder rein. Alter, was mache ich denn falsch? Also irgendwie ein bisschen verwirrend hier der ganze Mist. So, hier können wir auch nicht durch. So, Freunde, wir sind wieder da. Das Team ist gerade so ein bisschen abgestürzt. Bin immer noch hier am Umlauf. Ach, warte mal, wie genug hier reintun. Das Fläschchen. Was passiert? Ja, nichts. Alter, diese Kackrätsel hier, das ist gar nicht mal so einfach. Kann man den hier rausnehmen? Was passiert jetzt? Nichts passiert? Komisch. Junge, das habe ich ja gar nicht gesehen hier. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Genau, jetzt nehmen wir den wieder raus. Sehr, sehr schön. Juhu, geschafft!
So herrlich die Musik. Wir sind hier vorne, ich traue mich eigentlich gar nicht dahin zu gehen. Whoa, whoa, whoa! It was Donna and that big musclehead man. Yuna will be the one to suffer the consequences. What consequences? She could be excommunicated. Whoa, whoa, whoa. Just wait. Sei doch nicht sauer. So what's in the faith, remember? Oh yeah. That thing, right. The faith are people who gave their lives to battle sin. Yevon took their souls, willingly given from their still living bodies. Huh? Now they live forever, trapped in statues. But when a summoner beckons, the souls of the faith emerge once again. That's what we call an aeon. All that in this room? So what's Yuna doing in there? She prays with all her heart for a way to defeat sin. So. The chamber gar nicht zugehört, aber alles gut. Only summoners may enter. What? Even guardians can't go? It's taboo. Oh. Es ist taboo, ist klar. Boah, neue Bestie, wa? Mariana geraucht hätte. Yuna. There was something I didn't tell anyone else that day. That song we heard there, in the temple, I knew it from my childhood. It was proof that Spira and Zanarkin were connected. Somehow. At least to me it was. Maybe that's why suddenly I felt like I just wanted to go home. I tried to say something to tell them, but the words wouldn't come. Oh, geil, Alter. Das sieht schon auf dem Bild richtig geil aus. So, damals war ich von 1997 oder so, Final Fantasy 7, wo ich erstmal gespielt habe. Ich weiß genau, ganz genau, dass ich ihm damals genau so nannte. Moment mal, ich bin durcheinander hier mit dem. Weil ich nicht wusste, was das damals für ein Wesen war in. Bei Final Fantasy 7, hier natürlich weiß ich es. So, kleines oder groß? Okay, ach, komm mal ein kleines. Ach ja, passt ja nicht ganz genau. Ich dachte, die Buchstaben würden passen. Komm, dann machen wir halt mit D wieder oder mit T? Feuergott soll es hier heißen. Ach, machen wir dann mit D. Was ist denn das Kleine hier? Ach so, D haben wir gesagt, ne? Entschuldigung. D, D. Ach, wie geil, ey. Wie geil. Bestätigen. Klar. So, wir sind draußen. Wir gehen erstmal hier rein. Ich glaube, jetzt gibt es nämlich da was. Haben die irgendwas für uns? Was zum Fressen oder so? Pommes, Pizza? Alter, gar nichts. Wie geil. Jo, da hast du vollkommen recht. Auf jeden Fall.
So, die rennen hier immer noch. Hier gibt's. Boah, die haben nichts für mich. Wir sind ja noch eigentlich am Anfang. Boah, wie viel haben wir? Geil, direkt mal gleich ausprobieren, wie so ein Süchti. Eine Runde beten. I thought I had put my feelings for Zanarkin behind me. But they were there, and they grew inside me bigger and bigger, till I was just about ready to burst. Are you okay? I don't know. What do you want to do? To scream real loud? Das schreit er so. Krampf bekommen? So, Freunde, natürlich. Warte, wir gehen direkt mal hoch. Direkt mal speichern hier am Start. War doch hier oben direkt, ne? Jawohl. So, und dann der erste Kampf direkt mal ausprobieren, wie immer. Weil jeder Bestie ist das ja so. So, dann sollen die direkt mal hier kommen. Ein Feind. Scheißegal. Jawohl. Nach 700 Stunden kann ich da Rätsel immer noch nicht. Alter Schwede. So, wo ist sie? Zack. I'm ready. Rede nicht viel. Bam. Boah, geil. Mal genießen. Junge, Junge, Junge. Boah, fett. Wie ich das vermisst hab. Richtiger Killer. Machen wir mal direkt hier. Cool. Ah, sind die nicht danach direkt platt, wenn ich das mache? Ah, ne, doch nicht. Okay. Dachte schon. Ja, ladet ihm ruhig auf. Schwarze Magie, Feuer hat, ja. Weiß Magie. Wir schützen uns mal vor jedem Scheiß hier. Ich will nämlich seine Spezial-Attacke sehen. Oh, Blitz. So, machen wir einmal so eine harte Tour. Na los, greift an. Hauptsache, wir überleben das. Jawohl, Freunde, jetzt Inferno, Digga, geil. Boah. Alter Schwede. Thank you! Hier, Leckerli. So, läuft doch. So, sie können aber auf jeden Fall wieder die Gruppe mal wechseln hier. Hm.
Ja, ich liebe dieses Game. Richtig verrückt. Ach, tschüss, anfeuern wollte ich. So, kann man den blind machen? Stumm, dann kann ja gar nicht mehr zaubern, ne? Bam. Hat ja nichts gebracht. Oh, man sieht schon, wie stärker geworden. Jetzt nicht mehr über 100 Zimmer, sondern jetzt schon über 200. Okay, noch 170. Mal ist wieder zurück. So, Freunde, wie immer, immer speichern. Ja, ich glaube, das dauert 2-3 Sekunden. Dann können wir weiter starten hier. So, ganz kurz mal hier schreiben. Viele da sind. Okay. Ach, mit B schiebt man den. Jo, danke schön. Ich bin eigentlich immer davor gelaufen und hatte angefangen zu schieben. Danke für den Tipp. Mal sehen, ob den hier ich den hier auch mal schieben kann mit B ins Wasser. Nee, leider geht das nicht. So, der rennt hier, der Bengel. So, können wir jetzt endlich hier hoch? Leider nicht. Ich wette, oben gibt es was. Die lässt uns nicht rein, oder müssen wir bezahlen für eine Nacht? Ach, die hat gerade geputzt, sagt sie. Ach, dann tschüss. So, wo sind denn die anderen? Oh, Kiste! Obwohl, jetzt kriegen die andere Kiste auf. Der ist immer noch besoffen hier. War denn die Kiste nochmal hier, meine ich? Da. Jawohl. Wie lass die Finger davon? Kaufen. Das haben wir ja. Haben wir auch. Die hat eigentlich nur Schrott. Ich dachte, wir bekommen die Kiste. Ach, da sind die an Bord gehen. Off to Luca at last. The matches start soon as we get there. So run away, yeah? So, unsere Reise beginnt weiter Richtung Luca. Irgendwelche Verkommnisse gleich, weiß ich nicht. Oh, ich liebe dieses Game. Wir haben doch geflüstert, oder?
So, jetzt kommen wir mit in ihr quatschen. Aber die geben mir gar nichts und nicht mal was zum Happen. Eine Pizza wäre gut. Der Dicke auch nicht, ey. Oh, da war eine Kiste, habe ich ja gar nicht gesehen. Nein, ich wollte eigentlich hier raus. Wir knutschen hier. It might not mean much, but good luck. They ask a fortune. Hier, bei den können wir. Können wir doch nicht einkaufen, ich dachte. So, den habe ich noch nicht gefragt, wie der auf Boden liegt und pennt. Ja, was ist das denn? Best to let him sleep. Schauen wir nach den Schokobos. Die haben auch nichts hier für mich, okay. Richtig schnorrhaft. Die haben auch nichts für mich, okay. So, was gibt's hier so Schönes? Was ist mit denen? Hey, bleib mal stehen, Digga. Hallo? Alter, Sameisenmarsch, bleib du mal stehen. Ich will mit dir quatschen. Say something. You'll take responsibility. Relax, he's bound to know someone in Luca. And if not? He could always join a Blitz team. Anyhow, it's better than just leaving him in Bisade. What? Just leaving him in Luca? What do you want me to do? Yuno wants to make him a guardian. Oh, yeah, geez. There's that too, eh? And whose fault is that? Not mine. It is mine, huh? Mein Gott, was ist denn so schlimm? Why do you think she wants to make him a guardian anyway? Because he's Sir Jack's son. All right. Wait. You sure about that? He's really Sir Jack's son. It's hard to say, but Yuna seems to believe. Okay. 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 Well, yeah, I mean, he's got to decide for himself, yeah? Well, him and Yuna, I guess. You're right, for once. I wonder which is best. Dann ist es halt so. So, hä? Was ist das? I do believe your Xanarkind exists. Ach, der redet eh nicht mit mir, mein Gott. Alter. Besoffen? Genau hier. Den wollte ich mal gucken. Jawohl, hat sich doch gelohnt hier hinzukommen. Diese komische Sprache da. Oh, das Spiel haben wir gar nicht drauf. Well, well, trying to follow in my footsteps, are you? I usually charge for lessons, you know. That shot is done like this. You can't do it, kid.
But don't worry, my boy. You're not the only one. No one else can do it. I'm the best. Voll eingebildet. Oh, sobald er einen speziellen Ansatz wird er von Kinderherzen geplankt. Okay. So. Gleichzeitig. Gleichzeitig. Ah. Zeit zum Ausprobieren. Warte, Alter. Mach ich doch. Gleichzeitig. Hat's geklappt? I'm the best can do it. Okay. Haben wir verkackt. Told you you couldn't do it. Ja. You tried to do a jack shot, right? Du, wo weißt du das? How do you know that? Sir Jack showed it to me when I was a child. He called it the sublimely magnificent Jacked Shot Mark III. Huh. Stupid name, huh? You know what? There is no Mark I or Mark II, you know? My old man said the name Mark III was just something to hook the crowd. He said they'd come back every night expecting to see Mark I and Mark II. And they really did come back. I used to get so mad. Is he alive, you think? I don't know. But Sir Jekt was my father's guardian. So he's famous here, too? Yes. So if anything happened to him, I should think word would get around fast. Uh-huh. What would you do if you found him? Who knows? I thought he died 10 years ago. Well, I'd probably just smack him one. After everything he put Mom and me through. And because he was famous, I was always... Well, you should know, Yuna. Hmm? Your father's famous too. Everyone in Spira knows him, right? Hmm. Ain't it tough? It is hard to follow in his footsteps as a summoner. Sure. But the honor of having a father like him surpasses all that, I think. Well, there wasn't much to honor about my old man, that's for sure. You shouldn't say that about your father. I got the right. Hmm. I guess you do. Ow! Hey, it's past your bedtime, kiddos. I didn't think my old man would come to Luca.
He never did like watching other people play. But I couldn't help feeling something bad was gonna happen. And these feelings of mine are usually right. Sure, I had told Waka I'd help him win the tournament, but I wasn't sure I had it in me to play at all anymore. Auf jeden Fall speichern wir. Yes, Baba, they're going to be pulling out all the stops to try and bring back the cup this year. Exciting, isn't it, folks? Our next team off the ramp is... Well, well, well. If it isn't, the Basade Aurochs. They're a living, breathing, statistical impossibility. I've never seen a team this bad. That's right. In 23 years, they've never made it past the first round. Only a few die-hard fans. Scheiße. Best of luck to them and a safe journey back to Basade. Right, Jim. Moving right along, our next team is... Here they are, folks. Our very own Luca Goers. They've got power, they've got speed, they've got teamwork. They're an all-round first-class team, and they're back home in Luka. Without a doubt, they are the favorite this year, Baba. And after the way they dominated last year, it'd take a miracle for them to lose today. You can say that again, Jimma. Ach, die Eingebildeten. Kanisterköpfe. They know, I know, and you know, folks. The Luka Goers are number one. Yeah, it's like this every year, yeah? Don't let it bother you. Volle Verrückte, ey. What in Yevon's name were you doing up there? We sure stood out, though. We were on the sphere. We were? Maester Micah is here. Already? The number three doc. What's up now? Maester Micah has arrived, that's what. Micah? Maester? Maester Micah is the leader of all the peoples of Spira. He's come all the way from Bavel. The tournament is being held to honor his 50 years as Maester. 50 years? Shouldn't he be, retired by now? Hey, mind your mouth now. Let's all go see him. Machen wir aber davor natürlich.
So, später muss ich das Video etwas schneiden, da es im Steam-Ausfall kam. Trotzdem wird es beim Part 5 dann bleiben. So, hier war nichts mehr. Und auf jeden Fall ja, müssen wir das auf jeden Fall üben. Blitzball. Can't see a thing. That's a Guado, right? Who could it be? Isn't that Maester Seymour? People of Spear, I thank you for your generous welcome. Rise, Maester Seymour, and all of you as well. I present to you the son of Maester Jiskel Guado, who departed for the far plain a fortnight past. As some of you already know, he has been officially ordained a Maester of Yevon. I am Seymour Guado. I am honored to receive the title of Maester. In life, my father Jiskel worked to foster friendship between man and Guado. I vow to carry on his legacy and to fulfill my duties as Maester to the best of my abilities. You too, bow your head. Really psychs you up, yeah? All right, last meeting before the match. Also. Tun wir das doch. Besprechen wir das Spiel. Oh Mann, ich hoffe, wir gewinnen. Where's Waka? At the matchup draws. We had to play the Gores in the first match last year. The year before that, and the one before that, too. Well, we would have lost to anyone anyway. Get Waka! We're playing the Albed Sykes first. If we win, we're in the finals. That's right, we got seeded! Two wins, and we're the champions! First things first, let's go over the basics again, boys. Okay. Alter, die Steuerung, boah! Die Steuerung. Alle Mannschaft besteht neben den Torwart 5 aktiven Spieler. Ich hab den Ball. HP wird immer weniger. Okay. Das ist das Tor. Keine Bange. Geht sie automatisch fort. Bitte bemerken Sie Positionen. Jetzt vor der roten Scheibe ist das Tor.
manuell. Auto. Manuell. Okay. Wie weit denn? Okay, wir üben so ein bisschen, ja, okay. Okay. Automatisch Verteidigung. Ja. Aktion Bewegungen. X. Pass. Tor Dribbling. Pass. Okay, bitte wählen Sie. Achso, Dribbling soll ich auswählen. Ich.